Hi, wir haben heute den 13. März und aus den Winterkontrollen sind wir jetzt definitiv draußen. Das kann man an so ein paar Beobachtungen dingfest machen. Also meine ersten richtigen Volkskontrollen, die beginnen, wenn der Hartriegel blüht, wenn die größten Teile der Mirabellen schon offen sind. Ja, da muss man jetzt auch, immer auf den Durchschnitt achten bei solchen Anzeigerpflanzen, weil es bringt nichts, nur einen Baum anzugucken und sagen, okay, der blüht jetzt gerade und jetzt geht's los zu den Bienen. Man muss sich da ein bisschen reinfühlen. In vielen Fachbüchern steht ja drin, wenn die Weide blüht, soll man die Bienen aufmachen. Aber vorsichtig, da haben sich Zeiten geändert. Die effizientesten Anzeigerpflanzen, um zu wissen, wann man so ein Bienenvolk öffnet, ist eigentlich ja hier diese Osterglocken hier. Der Blaustern, der Priskilla, wenn der blüht, habt ihr auch immer einen guten Zeitraum. Wenn der Hartriegel blüht, der Cornus Mars. Und eben für mich ganz ausschlaggebend sind einfach die ersten Mirabellenblüten. Wenn die so im Durchschnitt alle schon mal aufgesprungen sind, der eine Baum mal weniger, der andere mehr, dann ist der richtige Zeitpunkt. Wir haben heute übrigens jetzt 17 Grad. Das ist auch okay. Beeilen muss man sich trotzdem, weil, wie ihr ja wisst, so ein Bienenvolk hat 34 Grad circa im Brutraum. Und wenn wir Außentemperaturen von 17 Grad haben, dann logischerweise könnte das Brutnest auskühlen, wenn man da zu lange rumeiert. Die nächsten Volkskontrollen finden übrigens jetzt in einem 3-Wochen-Rhythmus immer statt, laut den Parametern der regenerativen Bienenhaltung. Und ich halte euch genau auf diesem Kanal hier auf dem Laufen, weil das geht ja hier in die Homehive-Playlist rein, in das Homehive-Tutorial, glaube ich, heißt die Liste. Und wir machen da eigentlich nichts anderes, wie immer wieder dieses Bienenvolk zu den richtigen Zeitabschnitten aufzumachen. Und ich versuche auch so gut wie ich kann, einfach meine Handgriffe und die Dinge, die zu tun sind, zu erklären. Fangen wir einfach mal an mit dem Thema Stockkarte, weil da geht's jetzt los. Die Stockkarten sind wichtig für mich im Jahresverlauf, weil nur über Stockkarten kann ich letzten Endes auch mein Bienenvolk wirklich gut beurteilen. Und ihr seht ja schon, ich habe hier meine eigenen Stockkarten gedruckt, die Bivital regenerative Bienenhaltungsstockkarte. Wer die auch haben möchte, ich habe die kostenfrei zum Download auf der Webseite bivital.com, regenerative Bienenhaltung öffnen und dann einfach das Ding downloaden. Das ist dann ein doppelseitiges Dokument als PDF. Und wenn ihr das beidseitig druckt auf einem dicken Papier und dann noch einfach hier abschneiden tut, dann könnt ihr, ich glaube DIN A5 ist es dann, DIN A5 Laminierfolien, ne? Mit einem dicken Papier eingeschweißt, und das hilft euch immer wieder dieselbe Stockkarte zu benutzen, ohne dass man da eine Materialverschwendung hat. Ich habe hier immer mein Spiritus an Bord und mein Stabilo-Stift. Warum, zeige ich gleich. Weil Propolis-Reste kriegt ihr eigentlich fast nicht weg. Da brauchen wir einen Alkohol. Und dann können wir hier mit einem Taschentuch die Stockkarte schön sauber machen. Ein bisschen kratzen muss man natürlich mit dem Fingernagel drauf drücken, dass auch wirklich diese Reste dann weggehen. Propolis ist echt ein hartnäckiges Zeug. Und jetzt nehmen wir die Parameter vom letzten Jahr und übertragen das auf die kommende Saison. Zum Beispiel fangen wir mal an mit, hier ist beinahe alles verwischt, aber ich erinnere mich noch, weil da steht KS und das ist Grünwettersbach. Das heißt, das Bienenvolk ist letztes Jahr im April als Kunstschwarm hier in die Kiste eingezogen mit einer Königin vom Jahrgang 2020. Das können wir jetzt schon mal übernehmen. Die Königin ist 2020. Es ist dieses Jahr definitiv kein Kunstschwarm mehr. Nein, es ist ein Wirtschaftsvolk. Deswegen schreiben wir hier WV hin für Wirtschaftsvolk. Und weil ich das selber ganz spannend finde, zu wissen, wie lang lebt denn dann eigentlich so ein Bienenvolk. Ich habe immer noch Bienenvölker von 2010 bei mir im Bestand, die de facto nie kaputt gegangen sind. Aber in dem Fall, wir haben jetzt 2022, das heißt, es ist ein Wirtschaftsvolk von 21 geworden. Der Standort ist hier immer noch Grünwettersbach. Das schreiben wir hier in die Liste rein.
die Königin 2020 geboren. Es ist ein Ligustica-Hybrid. Die Mutter ist die Hybridkönigin Grün 84 gewesen. Die Daten sind eigentlich nur für mich betriebsintern wichtig wegen Thema Stammbaum. Und es kam nicht aus einer Schwarmzelle, die Königin, sondern es war eine Nachschaffungszelle. Aber es wurde bei mir angepaart. Das heißt, hohe Wahrscheinlichkeit, dass da ganz viele Drohnen der regenerativen Bienenhaltung auch die Königin beglückt haben, weil es eben in meinem Gebiet war. Und die Markierung ist die gelbe Nummer 9. So, jetzt können wir hier gucken, nochmal, was denn so toll war an dem Volk und was halt nicht so toll war. Also wir haben hier ein großes Manko im Propolis. Ja, willst du mich gerade eine Biene in den Kopf stechen? Okay, musste ich die jetzt leider abdrücken. Okay, also Propolis, wie gesagt, ist hier nicht so dolle gewesen, aber alle anderen Bereiche waren echt nicht schlecht. Da sind ja mehr Pluspunkte wie Minus. In der Entwicklung haben sie hier im September letztes Jahr ein bisschen geschwächelt. Das hängt aber auch mit der Varroa zusammen. Hier im Juli fingen die ersten Eingriffe an. Dann kann man auch sehen, wie oft ich behandelt habe und mit was ich behandelt habe. Hier war die Brutentnahme die doppelte. Und ich mit Milchsäure drüber. Und dann 1, 2, 3 Mal mit Ameisensäure. Hat nicht ganz ausgereicht, ich habe kurz vor der Oxalsäure nochmal mit Milchsäure durchgesprüht und dann im November im brutfreien Zustand die Oxalsäure schon benutzt. Verhalten war durchaus positiv. Jedes Mal, wenn mich eine Biene sticht ins Gesicht, ist es definitiv ein Minuspunkt. Und wenn ich keinen Stich im Gesicht habe, dann ist es ein Pluspunkt. Kleinere Stiche in die Finger rein, das ja, liegt teilweise auch einfach an meiner Handführung. Wenn man mal eine Biene unter so einem Rähmchen sitzt und man drückt die, dann sticht die. Das kann ich nicht als Minuspunkt durchgehen lassen. Aber dass man grob so das versteht, also kein Punkt ist einfach ein Standard, ein Plus ist, ich habe keinen Stich bekommen und ein Minus ist, ich habe einen Stich in die Lippe oder sonst wo im Gesicht gehabt. Vitalität ist auch, also geht auch nach selben Parametern, es gibt ein Plus für überm Durchschnitt, es gibt ein Minus für unterm Durchschnitt und keine Bewertung heißt einfach Standard. Das heißt, hier haben wir in der Vitalität auch relativ gut ein schönes Volk gehabt. Entwicklung war auch gut für das schlechte Bienenjahr im letzten Jahr. Der Bautrieb hat gemängelt. Allerdings muss man sagen, ein schlechtes Bienenjahr kann man von einem Bautrieb auch nicht wirklich profitieren, weil die Bienen brauchen eben ganz viele Blüten und eine laufende Tracht, um überhaupt ihren Bautrieb richtig ausleben zu können. Mit dem Honig war ich hier sehr zufrieden. Gab sogar eine Honigernte hier im September. Und nur Propolis, wie gesagt, ist ein Manko. Ich habe mir letztes Jahr aber schon hingeschrieben, vermehren. Wir haben hier nur einen kleinen Unterpunkt gehabt und das hieß CPV anfällig. Normalerweise vermehrt man Königinnen nicht, die einmal irgendwelche Krankheitsanzeichen haben. Allerdings muss man auch sagen, letztes Jahr haben ganz viele Völker CPV gehabt, auch die, wo in der Genetik vorher noch nie Probleme hatten. Das lag einfach an einem ganz, ganz schlechten Bienenjahr. Und wenn ich hier hinschreibe, vermehren, plus, 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 dann hat es echt was zu sagen. Von daher lassen wir das jetzt trotzdem mal offen, weil wir haben ja jetzt noch bis zum Mai Zeit, uns zu entscheiden, ob wir mit dieser Königin die nächsten Generationen ziehen oder ob wir lieber sagen, nee, die Königin hier ist nicht so gut wie andere, deswegen vermehren wir lieber andere. Okay, ich würde sagen, ich fange einfach mal an mit dem Bienenvolk. Schon zu viel geredet. Wir brauchen heute definitiv unseren Smoker. Den machen wir jetzt erstmal an. Was wir auch brauchen am Bienenstand ist natürlich unser Werkzeug, den Hanf, wir brauchen einen Wassereimer und wir brauchen einen Wachseimer. Und alles andere ergibt sich jetzt gleich. Möglicherweise brauchen wir dann noch Rähmchen, aber das habe ich alles hier in meiner Garage stehen. Das gucken wir mal spontan, wie wir da vorwärts kommen. Das ist jetzt für dieses Jahr auch das allererste Bienenvolk, wo ich jetzt wirklich öffne. Freue ich mich schon mega drauf. Und solange der Smoker pumpt, überprüfe ich gerade mal, ob die Kamera auch läuft. Ja, das sieht so aus. Aber manchmal habe ich da so ein technisches Problem, dass die Kamera einfach ausgeht.
Wenn das jemand hier hört und sich mit GoPro-Kameras auskennt und Lust hat, mir eine kleine Einweisung zu geben, technisch gesehen, da könnte ich dringend Inspiration brauchen. Ich bin leider kein Techniker und mache halt diese Videos so gut, wie ich halt technisch kann. Gras wächst hier nirgends, das ist nicht so gut. Was macht man jetzt? Ich brauche nämlich irgendwie Grünzeug, damit die Smokerkappe nicht so heiß wird für die Bienen. Ja, gut, also wenn man jetzt nichts anderes hat, dann würde ich sagen, geht halt nicht anders da. Dann müssen da halt mal ein paar Blätter von der, wie heißen sie? Von den Osterglocken mal herhalten. Gras ist definitiv besser, das ist nicht besonders klug, also das bitte nicht nachmachen. Ich mache es jetzt nur aus der Not, weil ich hier wirklich kein Grünzeug gerade habe. Die Blätter sind noch nicht so weit. Aber der Smoker läuft. Okay. Und der obere Bereich wird am Ende gemacht, noch nicht. Erstmal aufmachen das ganze Ding, zwei, drei Rauchstöße geben, dann können wir es schon mal hochklappen, weil nur durchs Hochklappen können wir jetzt tatsächlich auch erkennen, wo wir Wachsbrücken haben, die wir abschleifen müssen. Da war jetzt schon mal was dran, das muss weg. Wenn ihr es jetzt nicht wegmacht, es wird definitiv nicht besser. Es wird eher schlimmer. So, solange wir keine Räuberei haben, können wir hier in einem Sternverfahren arbeiten. Das hat den Vorteil, dass die Bienen alle drin bleiben in der Kiste, weil sie wollen ins Dunkle. Wenn Räuberei ist, dann geht das nicht. Dann stellen wir die Kiste nämlich so hin. Mit dem Nachteil, dass dann unten alles sozusagen kein Lichteinfall hat und die Biene den Raum beansprucht. Dann habt ihr das Problem, dass da unten drunter Bienen kleben, wenn ihr es wieder draufsetzt. Das ist mehr Imkerarbeit. Deswegen, solange wir nicht Räuberei haben, lieber so arbeiten. Das geht besser. So, wenn die Bienen euch im Weg sind, dann kommt man um den Smoker nicht außen rum. Und dann kann es losgehen. Die Zeit ist da immer ein wichtiger Faktor, weil, wie ich es ja vorhin schon sagte, wenn die Außentemperaturen kühler sind wie das Brutnest, dann sollte man sich da beeilen und nicht rumeiern. Und was ich jetzt hier im Groben mache, alle alten Waben fliegen raus, alles was eklig ist, fliegt raus, weil wir wollen ja ein schönes, sauberes, tolles Bienenvolk in der Saison haben. Deswegen. Hier zum Beispiel. Also das ist ja wirklich eklig. Das wird rausgeschnitten, erstmal zur Seite gestellt. Hier genauso eklig. Das ist zum Beispiel jetzt einfach nur ein Stückchen Altwachswabe, wo auch einfach nichts mehr drin ist und die Bienen sollen das lieber neu bauen mit einem frischen Bienenwachs und nicht da auf dem alten Zeug rumreiten. Also zwei Rähmchen sind eigentlich schon mal ganz gut, die rauszunehmen, weil jetzt hat man wieder den Platz, um zu schieben. Dann können wir hier das Ding mal zur Seite schieben. Jetzt sehe ich auch gerade, ich brauche den Wabenständer doch noch nicht. Hier, cool. Also genau so soll eine schöne Wabe aussehen. Die ist übrigens auch frisch gebaut. Das ist okay. Mach die Bienen weg, damit ihr angucken könnt. So sieht ein frisches Wabenwerk aus. Das wird auch eine Drohnenwabe. Kann man schon erkennen. Hier diese Ränder rauszukratzen, da habt ihr eigentlich nur einmal im Jahr richtig eine Chance. Und das ist eben die Arbeit vom ersten Eingriff im Frühling. Also stellt euch vor, wie wenn ihr euer Haus putzen tut und vorbereiten tut für die Saison. Dann haben wir hier eine schön gelbe Wabe mit auch schon frischem Blütenpollen. Dass der Blütenpollen frisch ist, das könnt ihr mitunter an der Kippprobe erkennen. Da sollte man nur eine Topperwabe ein bisschen schräg halten und unterstützen im Finger. Habt ihr das gesehen? Da rieselt Blütenpollen raus. Das heißt, wir können jetzt sicher wissen, dass es frisch eingetragen ist. Und ganz by the way kann man es auch wirklich erkennen, weil ein fermentiertes fermentiertes Bienenbrot, der Blütenpollen, der fängt an zu schimmern. Und wenn der frisch ist, dann ist der noch matt und liegt teilweise auch noch los in den Zellen drin. Die Wabe ist perfekt, so wie sie ist.
und geht gleich wieder zurück. Wow, hier haben wir schon eine schöne Brutwabe. Da gibt es auch nichts zu tun, die bleibt genauso drin, wie sie ist. Auch auf derselben Position. Das machen wir hier wieder sauber. Also übrigens, ich arbeite hier für das Video jetzt ein bisschen langsamer, wie ich das sonst so mache, ohne Kamera auf dem Kopf. Einfach nur, dass auch die Zuschauer hier folgen können. Sonst geht es eventuell zu schnell. Ganz viele Jungbienen sind schon geschlüpft. Das Brutnest sieht auch gesund aus. Die Jungbienen sehen gesund aus. Wenn ihr sowas hier seht, ist keine Krankheit, ist die Wachsmotte. Die hat sich hier durchgebohrt. Und vielleicht haben wir das Glück, dass ich euch die auch mal zeigen kann. Weil der Gang ist ja definitiv hier. Ja, da haben wir sie. Das hier ist nicht der Bienenstockkäfer, sondern das ist einfach nur eine Wachsmotte. Die hat sich halt mal im Brutraum der Bienen versteckt. Und an sich sind Wachsmotten nützlich, weil in der Natur haben die ja die Arbeit zu verrichten, die alten schwarzen Dreckswaben von den Bienen aufzulösen. Und somit kann das Bienenvolk wieder neu bauen. Und das ist gesund für die Bienen. Ich habe jetzt gerade gefühlt, dass die Bienen mich hier gleich attackieren wollen. Deswegen kommen jetzt wieder ein, zwei Stöße mit dem Raucher dazu. Wir rauchen nie in Lücken rein, da werden die Bienen panisch. Das sollte man tunlichst nicht tun. Und jetzt haben wir hier so eine Wachsbrücke. Die nehmen wir weg, schön vorsichtig, dass wir da kein Tier klemmen. Hier auch wieder sauber machen. Auch hier ein riesengroßes Brutnest. Also echt richtig gutes Volk. Von der Varroa sehe ich hier gar nichts mehr. Ich habe ja die Daten veröffentlicht auf dem Kanal, was da rausgeflogen ist. Da müsst ihr euch mal durchsetzen und die alten Videos angucken, um zu wissen, wie viel Varroa da wirklich drin war. Hier haben wir auch wieder Wachsbrücken. Die machen wir gleich weg. Und hier das Warten der Wabe, die etwas schräg gebaut worden ist von den Bienen. Da zeige ich jetzt auch gleich einen Trick, weil ich habe es jetzt erstmal nur abgeschabt. Und wenn ich es jetzt wieder so zurückhänge, dann habe ich beim nächsten Kontrollgriff denselben Salat, weil hier sind Bruchkanten und die Biene wird es eben erkennen als, hey, meine Kollegin hat schon was hingepappt, jetzt muss ich weiterarbeiten. Kleiner Imkertrick mit der Fingerkuppe ins Lot drücken. Ja, und dadurch verhindert ihr, dass das nächste Mal wieder gebastelt wird. Auch hier auf solche kleinen Details muss man lernen, drauf zu achten. Wenn man es übersieht, hat man das nächste Mal ein Problem. Und ja, so ein kleines Wachsbröckchen kann zu einem Riesenproblem in der Saison werden. Deswegen sauber arbeiten. Und die Abschlusswabe, auch wieder eine Pollenwabe, so wie eben die Bienenbiologie aufgebaut ist, in der Mitte des Brutnest. Links und rechts außen, dreidimensional gesehen, der Blütenpollen. Und dahinter kommen dann, wenn es losgeht, die Drohnenbrut. Und übrigens, oben drüber ist alles der Honigraum. Die Königin ist nicht hier unten und die soll jetzt aber nach unten. Die Königin hockt hier oben. Die müssen wir jetzt raussuchen und dann nehmen wir Königin nach unten und legen es ab, Specki da drauf. Was wir jetzt zuvor machen, ist noch schnell hier das Wachs entfernen. Da nehme ich übrigens immer ein stumpfes Messer, sonst schneide ich ja ins Holz rein.
Und Bienenwachs kann man eigentlich sowieso nicht schneiden. Das wird, wenn überhaupt, nur an der Holzseite abgeschabt. Und wenn man schon dabei ist, dann macht man auch gleich die Backen hier etwas sauberer. Weil das ist auch so ein Ding, wo schnell im Bienenvolk während der Saison stark verkleben würde. Macht dann nicht so Spaß. Okay, Rähmchen 1 ist eigentlich schon getan. Wenn dann ein bisschen was dran klebt, das ist gut, weil so kannst du die Biene als Leitwachsstreifen erkennen. Und wir vermitteln übrigens immer die Bienen. Das heißt, links und rechts kommen die Leerwaben hin, in die Mitte ist das Brutnest. Ganz, ganz wichtig, bitte nie vergessen, Stoppmeißel nehmen und ganz dicke andrücken. Wenn ihr das verpennt, dann verschiebt sich der B-Space und dann habt ihr nur Ärger damit. Deswegen ganz feste reindrücken. Hier nochmal die Ränder sauber machen. Und jetzt nochmal einen kleinen Trick, da muss ich nur nochmal kurz hoch in mein Lager. Habe ich nämlich vorhin vergessen. Wäre gar nicht mal übel, eine... Ups, Licht ist an, okay, habe ich vergessen vorhin. Gar nicht mal übel, jetzt eine Leerzarge dabei zu haben. Zum Beispiel die hier. Die Leerzarge ist deswegen ganz klug in der Imkerarbeit, weil so könnt ihr Wabe für Wabe rüberhängen und müsst dann nicht einzeln in der Kiste arbeiten. Stellen wir sie hin. Ein bisschen schräg stehen soll sie ja, dass die Bienen unten drunter einen Lichteinfall, dass er sozusagen unten drunter Licht reinkommt, dann bleiben sie nämlich oben. Und dann machen wir hier mal den Honigraum auf. Meine Arbeitsabläufe sind noch ein bisschen eingepennt, muss ich zugeben. Das ist wirklich das erste Bienenvolk, wo ich jetzt so aufmache im Frühling. Und auch ich komme immer langsam in meine Arbeitsprozesse dann wieder rein und werde immer trittsicherer. Speziell was die Geschwindigkeit angeht. Aber was ich vorhin meinte, ist schon richtig, weil wenn ich hier so schnell arbeite wie ohne Kamera, dann ist es ganz schwierig, die Zuschauer, dass die da auch gescheit folgen können. Wir haben hier immer links, rechts unsere Naturwaben. Die sehen so aus. Und solange die noch voll sind, bleiben die auch jetzt noch drin. Was man jetzt noch anfangen sollte, ist die Backen hier abzuschleifen. Weil das ist das, wo ich vorhin meinte mit dem B-Space. Wenn der verschiebt, habt ihr echt ein Problem. Macht keinen Spaß. Und an die Seite raus. So. Wabe Nummer 2, noch eine schön volle Honigwabe. Den Futterbedarf von einem Bienenvolk dürft ihr auf gar keinen Fall unterschätzen. Da gibt es so eine Faustregel, die Bienen verbrauchen den ganzen Winter bis zum Februar weniger, wie alleine nur im Februar verbraucht wird. Das hat ganz viel mit dem Brutnest zu tun, weil in der Sekunde, wo ein Bienenvolk anfängt zu brüten, gehen die relativ schnell von 100 Gramm Honig auf ihre 300, 400, 500 Gramm Honig hoch. Und der größte Futterverbrauch fängt immer kurz vor der richtigen Obstblüte an. Und Obst ist eigentlich dann so die richtig erste große Trachtquelle, wo ein Bienenvolk nutzen kann. Und bis da eben so die ersten richtigen Nektarschwinger reinkommen, ist genügend Futter im Honigraum vorhanden zu haben, echt eine Grundregel. Nicht unterschätzen, was ein Bienenvolk da wegfrisst, das ist enorm. Da schleppen sie auch schon Pollen ein. Wenn ich eine Wabe mit Pollen sehe,
dann kann ich schlussfolgern, dass die nächste Wabe immer eine Brutwabe ist, weil das ist eben die Bienenbiologie und die lügt uns nie an. Da kann man sich immer drauf verlassen. Und was habe ich gesagt? Die nächste Wabe ist Brut und die nächste Wabe ist Brut. Hier sind zum Beispiel schon Eier drin und Larven sehe ich auch schon. Und wie ich ja sagte, höchste Zeit jetzt das Absperrgitter reinzubringen, weil ich möchte nicht, dass die Bienen hier oben brüten. Die müssen nach unten gedrückt werden. Jetzt muss ich auch besonders aufpassen, dass die Königin nicht hier im oberen Abteil verbleibt. Wenn die Königin halt keinen Punkt hat in eurem System, dann heißt es halt eine Königin so lange suchen, bis ihr sie habt. Und auch da ist dann definitiv wieder diese Außentemperatur wichtig. Also ein wunderschönes Brutnest hier, das Volk. Freut mich. Übrigens die Brutwaben von den Segeberger Rehmchen, die werden später mit einem X versehen. Und das sind dann immer auch die Waben, die ich nicht abschleudern werde innerhalb der Saison, weil das ist einfach die stille Reserve fürs Bienenvolk. Denen soll es ja gut gehen. Und man sollte sowieso nie alles abschleudern, das führt nur zur Räuberei. Königin habe ich jetzt gerade schon gesehen, ich zeige sie euch gleich, die ist auf der nächsten Wabe. Dank dem Punkt habe ich sie sofort gesehen. Muss aber auch sagen, wenn man da als Imker sich trainiert, dann ist es gar nicht mal so schlimm, eine Königin zu finden. Weil man muss nicht sich nur ein bisschen so reinversetzen in ein Bienenvolk. Ich entdecke die Königin meistens gar nicht, weil ich die Königin sehe, sondern weil ich einfach nur die umliegenden Bienen beobachten tue. Und am Verhalten der Biene kann ich dann schlussfolgern, hier auf der Ecke sollte die Königin sitzen. Ich mache auch irgendwann noch mal ein Video, also was für Methoden man anwenden kann, damit auch die Königin wirklich gefunden wird. Also hier haben wir sie, die Gute. Jetzt nehmen wir unsere drei Finger oder vier, kesseln die ein. Lasst euch bei sowas gerne Zeit, die Königin ist euer wertvollstes Tier in einem Bienenvolk. Und ich habe mir das schon lange abtrainiert, dass ich die Königin einfach zupf wie eine Biene, sondern nein, dieses schöne Tier soll bitte gemütlich laufen und dann darf die auch hier ganz gemütlich wieder reingesetzt werden. Komm, Königin, beeil dich mal. Schönes Tier. 2 Jahre alt und was für eine tolle Königin. Hier wieder die Backen sauber machen. Ganz wichtig. Und das ist ja nochmal eine Brutwabe. Jetzt kommt dann wieder eine Honigwabe. Da sollte auch schon Pollen drin sein. Und gucken wir mal, ob ich recht habe. Weil nach der Brut kommt der Pollen. Und ich habe recht, hier haben wir eine Honigwabe und den Blütenpollen als Abschluss zum Brutnest. Gut, setzen wir wieder zurück das Ganze. Jetzt kommt noch mal eine Futterwabe. Die ist nicht gerade schwer. Und dann haben wir wieder eine Naturwabe, die auch noch nicht ganz gefüllt gewesen oder geblieben ist. Und jetzt im Gesamturteil muss ich sagen, das Bienenvolk hat viel zu wenig Futter. Warme Winter verursachen wesentlich mehr Futterverbrauch. Nicht weil es wärmer ist, sondern weil die Bienen da brüten. Und immer wenn die Bienen brüten, verbrauchen die einfach viel mehr Futter, wie bei Minusgraden, wo sie nicht brüten. Bei uns gerade in Baden-Württemberg, also wir haben ja seit Weihnachten überhaupt keinen Brutstopp mehr gehabt. Die haben sozusagen fast durchgebrütet. Deswegen habe ich auch die Oxalsäurebehandlung letztes Jahr bei den meisten Völkern nicht in
Dezember gemacht, sondern wirklich im November. Jetzt müssen wir mal gucken, ein bisschen durchzählen. Wir haben hier eine Wabe, die ich auswechseln kann. Einfach deswegen, weil ich mehr gefüllte, also schwerere Futterwaben zur Verfügung habe im Lager. Und das Volk so groß ist, dass man da sagt, hey, lieber die kleineren Honigwaben raus und mit richtig dicken, vollen Honigwaben ersetzen. Das kann ich mit der hier genauso tun. Also zwei Stück, wie gesagt, kann ich austauschen. Die Naturwabe kommt wieder an die Seite. Beim nächsten Termin in 3 Wochen werden die Naturwaben links, rechts komplett ausgeschnitten und für Wabenhonig vorpräpariert. Dann haben wir hier diese zwei zu leichten Honigwaben. Die kann ich jetzt zum Beispiel betriebstechnisch einem Volk geben, wo nicht so stark ist. Die brauchen dementsprechend weniger Futter. Und so ein Riesenvolk, gucken wir mal, was wir hier im Lager haben. Ob da nicht irgendwas dabei ist, wo richtig schwer ist. Hier zum Beispiel haben wir eine voll verdeckelte Wabe. Die können wir auf jeden Fall nehmen. Und oh ja, hier wird es auch nochmal richtig schwer. Ne? Also ihr seht, hier sind nochmal 2 volle Bretter. Einmal, zweimal und die tun wir wieder zurück. Okay, also das, was jetzt drin ist, das sollte ausreichen. Und auch hier wird es jetzt wieder vermittelt. Die eine volle Wabe kommt nach links. Waben durchschieben. Hier, wenn ihr Bienen zwischendrin habt, hey, mit dem Finger kurz hingehen. Die wollen ja nicht gedrückt werden, dann hauen die alle ab. Ist aber nur ein kleiner Trick, die anderen Tricks zeige ich noch. Die Naturwabe versetzen wir jetzt nochmal und das dicke Honigbrett tun wir hier auf die Mitte. Naja, ich meine noch rechts. Okay, wieder anschieben. Jetzt haben wir hier einen ganzen Haufen voller Bienen. Die schicken wir aufs Nest zurück. Die Kiste geht so wie sie ist in mein Lager und wird dort gekratzt. Wenn die Finger kleben, sofort mit Wasser abspülen, weil klebende Finger können auch wirklich zu Bienenstichen führen. Wo ist denn der Smoker? Jetzt müssen die Bienen hier alle einen Abgang machen. So, wunderbar. Wobei, Moment. Wenn ich jetzt Waben hätte, zum Beispiel Futterwaben, könnte ich sie hier unten reinsetzen. Habe ich aber nicht. Wenn ich aber jetzt heute noch ein bisschen mehr Völker aufmache, dann finde ich nochmal eine Topperwabe mit mehr Futter drin. Und dann kann man sagen, ich habe hier eine leere Wabe und ich habe hier eine leere Wabe und die auch. Also 3 leere Waben könnte ich austauschen mit 3 vollen Futterwaben. Und das sollte man dann auch dringend tun. Aber wir haben dafür Zeit. Absperrgitter drauf. Da gibt es einen kleinen Trick bei meinem System. Wenn wir das Absperrgitter reinschieben und ihr da mit Geduld rangeht, habt ihr definitiv entweder gar keine Biene verletzt oder eben den minimalsten Schaden nur angerichtet. Hier wird es knifflig, weil ihr seht, das ist ein Guillotine-Effekt. Da muss man sich auch ein bisschen ins Bienenvolk reinfühlen und halt gucken, dass man die Tiere nicht aus Versehen erwischt. Hier ein bisschen anheben. So, perfekt. Die Bienen schmeißen wir weg. Die können ja fliegen. Auch hier übrigens ein guter Tipp. Also nur bei einer Brutkrankheit habt ihr das Problem, dass junge Bienen außen sind. Wenn das Bienenvolk intakt ist, dann verhält sich es eigentlich immer so, dass Jungbienen auf Brutwaben sind und alle Flugbienen sind die, wo halt hier irgendwo rumkrabbeln. Bedeutet, alles was hier rumkrabbelt, könnt ihr eigentlich mit dem Finger einfach wegschicken. Die können ihre Flügel benutzen und fliegen wieder zurück. Gut, hier auf die Abstände achten. Hier ist mein Space und hier ist mein Anschlag und das habe ich den Segeberger Beuten abgeguckt. Wir haben hier einen Anschlag und hier unseren Space und deswegen gehört es auch immer wieder richtig aufgesetzt. Zu
zum Beispiel so hin. Jetzt gucken wir das Ding von der anderen Seite noch an. Gut, wie ich gesagt habe, wir haben keine Bienen drunter, weil eben Lichteinfall war. Setzen wir das Ding wieder drauf. Hier ganz wichtig, anziehen. Mit Druck und Gewalt, wegen dem B-Space. Und jetzt brauchen wir nur noch eine neue Folie. Die werden bei mir auch einmal im Jahr neu gemacht, damit es einfach gut aussieht. Und als Tipp für die Hobby-Imker, ein Bienenwachstuch ist viel besser wie so eine Scheißfolie. Ich muss da leider meine eigene Moral als Berufsimker ein bisschen zurückstufen, weil wenn ich hunderte Völker mit einem Wachstuch bearbeite, das geht definitiv schief. Das hängt aber einfach an der schieren Anzahl von Bienen. Aber wenn man jetzt hobbymäßig Bienen hält mit ein paar Völkern, ja, dann tut den Bienen den Gefallen mit einem Wachstuch obendrauf. Das diffundiert auch. Nachteil ist halt beim Abziehen, ne? Also es verklebt halt sehr stark und ihr könnt halt nicht durchgucken. Und gerade dieses Thema Durchgucken ist für mich einfach der springende Punkt, warum ich dann auch sage, nee, das ist mir wichtiger. Gut, von der Bewertung, wir haben wie gesagt einen März. Da kann man jetzt sagen, Verhalten vorzüglich, Gesundheit wunderbar, Entwicklung tipptopp, Bautrieb, wegen dem kleinen bisschen kann ich da noch nichts machen. Schwarmtrieb sind wir noch lang nicht. Honig ist ein Minus, ganz klar, weil ich habe hier Futterwaben reingehängt. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist ein riesengroßes Volk, dass die viel fressen, ist klar. Aber ja, immer wenn ich was reinhänge, dann ist das ein Minuspunkt. Unabhängig von der Volksgröße, wobei da muss man sagen, da wird das Kriterium halt auch ein bisschen schwammig, ne? Trotzdem Minus, ich bin die letzten Jahre damit sehr gut gefahren. Und ein Pluspunkt wäre es zum Beispiel, wenn es ein Riesenvolk ist, aber immer noch alle Honigvorräte drin hat, unabhängig von der Brut, ne? Manche Bienen haben auch einfach die Eigenschaft, mal mehr zu fressen, andere haben die Eigenschaft, da ein bisschen sparsamer zu sein. Jede Genetik bei Bienen ist anders da, speziell wenn man eben laut Parametern der regenerativen Bienenhaltung arbeitet. Da geht es nämlich nicht um Zucht, mit einer Königin Tausende zu machen, sondern es geht immer darum, die breite Masse der besseren Königin zu vermehren und die breite Masse der schlechteren Königin Step by Step aus dem System rausnehmen. Soweit so gut, schönes Volk, alles fertig. Propolis-Bewertung kommt so erst Richtung Juli, August. Das heißt, der Posten läuft leer durch bis zum Datum, wo man dann auch überhaupt bewerten kann. Unser Bienenmandala kommt auch wieder rein. Habe ich von einer Kundin bekommen, einer Art Schamanin. Das kommt von einem alten vedischen Buch. Und ja, ich sage hier nochmal ganz klar, das ist in dem Sinne keine wirkliche Wissenschaft. Ich bin aber ein sehr spiritueller Mensch und von daher bin ich da wirklich offen, solche Dinge auszuprobieren. Es hieß, es soll Elektrosmog reduzieren und das Bienenvolk vitalisieren. Warten wir mal ab, wie sich es entwickelt. Ich lasse es auf jeden Fall mal drin. Und werde früher oder später berichten, ob ich da Unterschiede in meiner empirischen Beobachtung dann feststelle. Oder ob man sagen kann, hey nee, ein Bienenvolk braucht eigentlich gar nichts, weil sie so ist es schon die Gottestiere sind, die Himmel und Erde verbinden. Drohnenbrut gab es auch noch nicht. Von daher kann ich hier definitiv sagen, dieses Bienenvolk wird in 3 Wochen wieder angeschaut. Und wenn ich die Chance bekomme, jetzt über die nächsten Tage und ich Futterwaben im Top-Bass-System bei anderen Völkern ziehen kann, mache ich hier nochmal kurz auf und gebe dem Volk links, rechts 2 schöne volle Futterwaben, damit es denen nochmal einen Ticken besser geht. Jo, Klammer drauf. Mehr gibt es hier nicht zu tun. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Unterstützt mich bitte mit unserem Insektenschutzprojekt permabees.org. Bitte mal reingucken und unterstützen könnt ihr mich ganz besonders, wenn ihr den Kanal abonniert, liken tut und wer Fragen hat, wie immer, ab in die Kommentare reinschreiben. Ich versuche das so gut ich kann zu beantworten. Tschüss, macht's gut!